Hallihallo und willkommen zurück zum Videozyklus über Bruchtherme. Du hast dich inzwischen schon bis zum zweiten Mastery-Video vorgearbeitet. Toll! Hier erwartet dich jetzt ein Wiedersehen mit den binomischen Formeln, von denen du bestimmt schon mal was gehört hast. Damit du mit den Aufgaben, die wir uns später in diesem Video ansehen werden, gut zurechtkommst, ist es wichtig, dass du Terme in Faktoren zerlegen kannst. Schau dir mal diese drei Ausdrücke an. Wie könnte man die in kleinere Faktoren zerlegen? Beim ersten Ausdruck kannst du gemeinsame Faktoren herausheben. Wie das geht, haben wir im Basic 2 Video dieses Videozyklus kennengelernt. Schau einfach nochmal nach, wenn du dich nicht mehr so genau erinnern kannst, wie das ging. Und hinter den anderen beiden Ausdrücken stecken binomische Formeln. Kannst du mit denen gut umgehen? Wenn du das zur Sicherheit nochmal wiederholen möchtest, dann schau dir einfach Julias Videozyklus über die binomischen Formeln an und komm nachher wieder hierher zurück. Fühlst du dich fit genug, um diese Ausdrücke in Faktoren zu zerlegen? Na dann drück auf Pause und leg los! Vergleichen wir kurz. Beim ersten Ausdruck kannst du als größten gemeinsamen Teiler den Term 2 mal x finden. Den hebst du also heraus und in der Klammer bleibt dann vom ersten Teil x mal y übrig und vom zweiten Teil eine 2. Hinter dem zweiten Ausdruck steckt eine der binomischen Formeln, nämlich die Formel a plus b in Klammer zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Nur eben in umgekehrter Richtung. Du kannst also den zweiten Term schreiben als Klammer auf a plus 3 Klammer zu zum Quadrat. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann mach die Probe und löse die Klammer wieder auf. Dann erhältst du a Quadrat plus 2 mal a mal 3 plus 3 zum Quadrat. Und das ergibt a Quadrat plus 6a plus 9. Also genau den Anfangsterm. Passt. Der letzte Ausdruck weist wieder auf eine binomische Formel hin, nämlich auf die Formel a plus b in Klammer mal a minus b in Klammer ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Die bezeichnet man auch manchmal als dritte binomische Formel. Hier musst du sie wieder in umgekehrter Richtung anwenden und du erhältst aus unserem Ausdruck k Quadrat minus 16 k plus 4 in Klammer mal k minus 4. Dieses Zerlegen in Faktoren werden wir bei den nun folgenden Aufgaben gut gebrauchen können. Also, los geht's! Die erste Aufgabe lautet: Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich. Und zwar handelt es sich um die Rechnung 6 minus r gebrochen durch 5s mal s hoch 3 gebrochen durch 36 minus r Quadrat. Versuch das mal selbst. Denk dabei an die Rechenregeln für das Multiplizieren von Brüchen, also Zähler mal Zähler, gebrochen durch Nenner mal Nenner. Und schau dann, was sich alles kürzen lässt. Vielleicht geht da ja mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Also schau genau hin. Hat dein Spürauge entdeckt, dass es hier eine binomische Formel anzuwenden gibt? Schauen wir uns das mal an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an die Aufgabe heranzugehen. Ich zeige dir jetzt mal eine davon, bei der wir zuerst mit der Multiplikation beginnen, also Zähler mal Zähler, gebrochen durch Nenner mal Nenner. Dabei auf die Klammern bei den Differenzentermen nicht vergessen. Erinnerst du dich? Und dann geht's ans Kürzen. Das S fällt mir hier gleich mal auf. Das können wir kürzen. Im Nenner fällt es weg und im Zähler bleibt noch ein s hoch 2 übrig. Fällt dir vielleicht bei der Differenz im Nenner etwas auf? Hat hier dein Spürauge Alarm geschlagen?
Gut so, denn den Ausdruck 36 minus r² kann man mit Hilfe der dritten binomischen Formel in kleinere Faktoren zerlegen, nämlich in 6 plus r mal 6 minus r. Schreiben wir das mal auf. Und siehe da, jetzt lässt sich auch die Klammer 6 minus r kürzen. Und damit wird der Ergebnisterm ja noch einfacher. Sehr gut. Mehr geht jetzt nicht mehr. Wir erhalten also s² gebrochen durch 5 mal Klammer auf 6 plus r Klammer zu. Wenn du möchtest, kannst du die Klammer im Nenner auch noch ausmultiplizieren. Das musst du aber nicht. Einfacher wird der Term dadurch auch nicht mehr. Vielleicht hast du aber schon ganz zu Beginn gesehen, dass du den zweiten Nenner mit Hilfe der dritten binomischen Formel umschreiben kannst, ohne vorher erst alles auf einen Bruchstrich zu schreiben. Dann kannst du natürlich sofort kreuzweise die beiden Terme 6 minus r kürzen und schreibst erst dann die verbleibende Multiplikation auf einen gemeinsamen Bruchstrich. Zum Schluss noch das s kürzen und du erhältst natürlich auch auf diese Art das gleiche Ergebnis wie vorher. Das ist jetzt die letzte Aufgabe des Videozyklus. Es ist eine Rechnung mit drei Termen, die addiert bzw. subtrahiert werden. Hier sollen wir zuerst die Definitionsmenge bestimmen und danach den Ausdruck vereinfachen. Versuch's mal selbst und denk dabei ans Herausheben gemeinsamer Faktoren und an die binomischen Formeln. Verwende zum Finden des Hauptnenners diese Tabelle. Bis gleich! Gehen wir das Lösen der Aufgabe jetzt gemeinsam durch. Zuerst widmen wir uns der Definitionsmenge. Dazu schauen wir uns an, wann die Nenner der einzelnen Bruchterme 0 werden. Setzen wir mal den ersten Nenner 0. Die Gleichung, die hier entsteht, ist eine quadratische Gleichung. Die kannst du, wenn du möchtest, natürlich mit der kleinen Lösungsformel lösen. Wenn du aber den quadratischen Term ganz genau anschaust, dann siehst du, dass das ein vollständiges Quadrat ist, dass wir also die linke Seite der Gleichung mit Hilfe der ersten binomischen Formel umschreiben können. Machen wir das mal. Wir erhalten dann x plus 2 zum Quadrat ist gleich 0 oder anders x plus 2 mal x plus 2 ist gleich 0. Jetzt können wir den Produkt-Null-Satz anwenden, der besagt, dass ein Produkt nur dann 0 ergeben kann, wenn einer der Faktoren 0 ist. Also können wir uns die beiden Faktoren getrennt voneinander anschauen und erhalten beim ersten Faktor x plus 2 ist gleich 0, also x ist gleich minus 2. Der zweite Faktor ergibt natürlich dann ebenfalls x ist gleich minus 2. Bei unserem ersten Bruch darf also x nicht minus 2 annehmen, da hier sonst der Nenner 0 werden würde. Jetzt kommt der zweite Bruch dran. Wenn wir hier den Nenner 0 setzen, können wir auf der linken Seite der Gleichung x herausheben und erhalten dann x mal Klammer x plus 2 ist gleich 0. Wenn wir jetzt den Produkt-Null-Satz verwenden, erhalten wir zum einen die Lösung x ist gleich 0 und zum anderen wieder die Lösung x ist gleich minus 2. Die Variable darf also weder 0 noch minus 2 sein, sonst wird dieser Nenner 0. Und jetzt noch der dritte Nenner. Hier können wir gleich den Produkt-Null-Satz anwenden und erhalten wieder x ist gleich 0 und x ist minus 2, wobei genau genommen die Lösung x ist gleich minus 2 doppelt herauskommt, weil ja der Ausdruck x plus 2 in der Gleichung zum Quadrat dasteht, also eigentlich zwei Klammern nebeneinander, so wie wir es ganz links beim ersten Term aufgeschrieben haben. Jetzt suchen wir mal zusammen, welche Werte x denn nicht annehmen darf in unserem gesamten Rechenausdruck. Da haben wir zum einen mal den Wert minus 2 und dann noch den Wert 0. Unsere Definitionsmenge sind also
alle reellen Zahlen außer die Zahlen minus 2 und 0. Wunderbar, damit haben wir den ersten Punkt, die Bestimmung der Definitionsmenge, auch schon fertig. Jetzt müssen wir noch den Ausdruck vereinfachen. Da es sich hier um eine Addition und eine Subtraktion von Bruchtermen handelt, müssen wir die einzelnen Brüche zuerst auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Um den zu finden, verwenden wir die Tabelle, die wir im Basic 4 Video kennengelernt haben. Hier müssen wir die Tabelle natürlich um eine Zeile erweitern, weil wir es ja jetzt mit drei Brüchen zu tun haben. Ansonsten funktioniert aber alles gleich. Schauen wir uns den Nenner des ersten Bruchs an. Diesen Ausdruck können wir ja mit Hilfe der ersten binomischen Formel anders schreiben, wie wir es vorhin schon gesehen haben, und erhalten x plus 2 zum Quadrat. Das x plus 2 zum Quadrat ist genau genommen wieder ein Produkt aus x plus 2 mal x plus 2. Wir schreiben diese beiden Faktoren daher auch in zwei unterschiedliche Spalten. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Nenner. Hier können wir x herausheben und erhalten dann die beiden Faktoren x und x plus 2. Für x gibt es noch keine Spalte, wir machen daher eine neue auf. X plus 2 schreibe ich mal in die erste Spalte, aber wenn du es in die zweite schreibst, ist es auch okay. Es sind ja beide Spalten für x plus 2. Du darfst es aber natürlich nur in eine der beiden Spalten schreiben. Der dritte Nenner besteht aus dem Faktor x, der kommt gleich mal in die letzte Spalte, und zweimal dem Faktor x plus 2, weil wir ja hier x plus 2 zum Quadrat im Nenner stehen haben. In dieser Zeile befüllen wir also beide Spalten mit x plus 2. Für den Hauptnenner füllen wir in der letzten Zeile dann noch alle Spalten aus, womit sich unser Hauptnenner ergibt als x plus 2 zum Quadrat mal x. Abschließend noch die Erweiterungsfaktoren. Die schreiben wir wieder mit Farbstift, damit wir dann später die Erweiterungsfaktoren gut erkennen können beim Weiterrechnen. In der ersten Zeile müssen wir ein x ergänzen, in der zweiten ein x plus 2. In der dritten Zeile fehlt uns gar nichts. Unser dritter Bruch hatte also schon von Beginn an den Hauptnenner. Na, das ist ja praktisch. Dann legen wir jetzt mit dem eigentlichen Rechnen los. Wir erweitern also alle drei Bruchterme so, dass sie dann alle den gleichen Nenner haben. Den ersten Term müssen wir mit x erweitern. Das siehst du rechts oben in der Tabelle, da leuchtet dir in Orange das x in der ersten Zeile ja gleich entgegen. Beim zweiten Term multiplizieren wir den Zähler mit x plus 2. In den Nenner können wir ja einfach den Hauptnenner schreiben. Und den dritten Term, den brauchen wir gar nicht zu erweitern. Der hatte ja schon zu Beginn den Hauptnenner. Ich habe jetzt nur die Reihenfolge der Faktoren im Nenner vertauscht, damit alle drei Nenner auch wirklich gleich ausschauen. Im nächsten Schritt schreiben wir die ganze Rechnung auf einen gemeinsamen Bruchstrich. Achtung, wenn du hier Summen oder Differenzen in den Zählern stehen hast, dann mach unbedingt Klammern um die einzelnen Terme. Besonders, wenn da auch Subtraktionen dazwischen vorkommen. Sonst kann es ganz leicht passieren, dass sich bei den Vorzeichen ein Fehler einschleicht. Also, lieber einen Schritt mehr in der Rechnung machen und zuerst mal alle Terme mit Klammern auf den gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Jetzt lösen wir ganz konzentriert die Klammern auf. Vorsicht auf die Vorzeichen, wenn du die letzte Klammer weglässt. Als nächstes kannst du im Zähler die Terme mit x und die Zahlen noch zusammenfassen und dabei fällt dann ganz viel weg und es bleibt nur noch ein x im Zähler übrig. Dieses x können wir dann noch mit dem Faktor x im Nenner kürzen und unser fertiger, vereinfachter Term lautet dann 1 gebrochen durch x plus 2 in Klammer zum Quadrat. Fertig sind wir! Und du hast dich wirklich ganz, ganz toll geschlagen. Das war ein schwieriger und langer Videozyklus und du bist jetzt tatsächlich am Ende des letzten Videos angelangt. Ich glaube, mit dem, was du hier gelernt hast, bist du jetzt fit und brauchst dich vor
dem Rechnen mit Bruchtermen überhaupt nicht mehr zu fürchten. Alles Gute weiterhin und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Videozyklus mal wieder. Tschüss!